Weiter geht's. Bei der Broken Hill Gießerei. Da wird gegossen wie Weltmeister. Komm schon. Ich glaube, ihr Wolf ist nichts für Leute, die wenig Geduld haben. So, wen nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, den Goliath hatten wir noch nicht. Ich frage mich, warum ich diesen Voodoo-Skin habe. Ich habe diesen wilden Goliath-Skin. Der war schon drin. Und das Frost-Skin. Ohne Scheiß. Warum habe ich die alle? Ich habe die nicht gekauft. So, wir nehmen mal Feueratem. Alles voll. Und Schmettersprung nehmen wir 2 und Felswurf. Mal sowas. Haben wir die umsonst gekriegt, diese Skins? Weil gekauft habe ich die. Ich habe nichts gekauft hier von Evolve. Und trotzdem habe ich das. Merkwürdig. Soll das etwa heißen, dass 2K etwas umsonst reintut? Umsonst? Was ist los? Ansonsten wollen die für jeden Scheiß immer Geld haben. So, man startet als Phase 2. Ich glaube, vorher hat man als Phase 3 gestartet. Ich glaube, ein bisschen unfair. Hi. Kyra muss jedenfalls erst dran glauben. Kyra, komm her. Dein Vater spricht mit dir. Bin dein Vater. Wo ist Kyra? Kyra. Du sollst nicht auf. Hä? Wo ist sie? Ich bin verwirrt. Was ist denn mit dem Ding? Kann man das so kaputt machen? Oh ja. Keine Ahnung, was es ist. Hat ja was gebracht hier. Ich kann Steine werfen. Helf ich auf dich, Crow. Du singst Scheiße, glaube ich. So. Ah, Cabot. Muss jetzt auch dran glauben, so. Alle müssen dran glauben, alle müssen sterben. Wow, Alter. Er hat ihn gepackt. Habt ihr es gesehen? Ohne Scheiß, das ist neu. Alter Schwede. Einfach mal so gepackt und in die Luft geschleudert hier. Unfassbar. Kyra, komm her. Ich will ein Kind von dir. Moment, das kann falsch. Sieht aber nicht schlecht aus, die Alte. Also mit der würde ich, ne? Mit der kann man sich doch nur vorstellen hier, ne? Außer ihr seid Frauen oder schwul. Dann natürlich nicht. Kyra, wo bist du? Komm her. Warum leben alle schon wieder? Du warst doch gerade tot. Warum lebst du? Was ist los mit dir, Junge? Was ist los? Ach Mann, das ist doch doof, ey. Ich glaube, vorher hat man als Phase 3 sofort angefangen, aber jetzt als Phase 2, das ist doch ein bisschen unfair, finde ich. Das ist ein bisschen unfair. Ich meine, man kann auch gar nicht so großartig abhauen und sich ein bisschen mehr Panzerung anfressen. Wo bist du da? Schleichangriff. Wenn hier niemand anders in der Nähe ist, dann bringt es was. Das mal an, wie viel Schaden ich kriege. Das ist doch. Obwohl, Cabot hat diesen Schadensverstärkerstrahl. Das kann natürlich dann auch sein, aber dass man als Phase 2 hier sofort anfängt, das finde ich auch ein bisschen. Naja, fragwürdig. Komm her! I will kill you!
Ach, Kyra, Kyra, du nervst. Du nervst. Bist süß, aber du nervst. Bist wie die junge Britney Spears. Hübsch, aber nervt. So, Nazi-Roboter kriegt einfach einen Stein gegen die Fresse. Finde ich zum Schreien. Wollt ihr ihn wiederbeleben? Wollt ihr das, ja? Das will ich aber nicht. Wo springst du hin? Mann. So. Alter, schon wieder gepackt. Das ist sowas von geil. Das sieht sowas von geil aus, einfach nur. Ich liebe dieses Spiel. Deswegen spiele ich das auch so oft. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, die machen mich schon wieder fertig. Was soll das? Das finde ich nicht in Ordnung. Wow, das hat was gebracht. Das war leicht. Ja, komm. 1 gegen 1. Lass das mal machen, Lennox, ja? Da siehst du alt aus. So, das interessiert mich. Oh, ich habe Feierabend mehr. Ja, ja. Ich habe Probleme deswegen. Einer drückt mal wieder nicht bereit. Aber ohne Scheiß, es sind nur zwei drin. Also ich und der andere. Das ist ein bisschen... Ich glaube, das spielen nicht mehr so viele. Kann man auch ein bisschen verstehen, weil das Spiel besteht eigentlich immer nur aus demselben. Du gehst ins Spiel rein und du verlierst. Gehst ins Spiel rein, du verlierst. Gehst ins Spiel rein und du verlierst. Das ist immer so ewig am Laden. Weißt du, da wünscht man sich so eine Superkraft, Zeitkontrolle. Das wäre eigentlich die beste Superkraft, die man haben kann. Die Zeit einfach kontrollieren. Weißt du, muss früh morgens aufstehen, zur Arbeit hingehen. Klingelt der Wecker um 6 Uhr. Bist aber noch sowas von müde. Denkst du, ah. Zeit anhalten, noch 2 Stunden weiter schlafen. Und dann guckst du auf die Uhr, ist immer noch 6 Uhr. Das ist wunderschön. Also so eine Superkraft würde ich mir wünschen. Zeitkontrolle. Oder auch zum Beispiel die Zeit anhalten, Mediamarkt ausräumen. Wäre auch mal schön, ne? Was man alles anstellen könnte. Heilige Scheiße. Zeit anhalten. Ein hübsches Mädchen, ne? Und dann so, ja, ne? Ja, weiß man. Wie nimmt man den Bären auf, weil der ist stark? Eigentlich sind alle stark, aber naja. Das machen wir mal voll. Steinwall machen wir 2. Und die Lava-Bombe, die Schnappzunge brauchen wir gar nicht. Machen wir das mal. Ist denn Überlegung wert, ne? Wenn man eine Superkraft haben könnte? Oder fliegen? Fliegen wäre auch schön. Einfach mal so durch die Luft fliegen, das wäre doch mal geil. Weißt du, ziehst du eine Jacke an, weil es nämlich ziemlich kalt ist. Am besten noch so eine, weiß nicht, so eine komische Schutzbrille. Falls man Fliegen oder so in die Augen kriegt. Und dann gib ihm mit 180 km/h hier durch die Lüfte fliegen. Oder am besten mit 300. Das wäre einfach sowas von geil. Aber nein, Realität ist lame. Diese Fantasien gibt es nur in Videospielen. Genau deswegen spielt man sie. Um der Realität zu entfliehen. Die Realität, die einfach nur langweilig ist. So, ist da ein Wasserfall? Kann man da durch? Da kann man durch. Geil. Pokéball, los! Ich sehe nichts mehr, weil hier so viel Nebel ist. Warum fliege ich? Hab
Harpunenkabel. Hallo, ich bin ein fettes Monster hier. Das brauche ich gar nicht hier. Warum könnte ich das schon haben? Brauche ich doch gar nicht. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie man mit dem Wellmorph spielt. Auch Harpunenkabel, das nervt. Monsterpanzerung jetzt schon vernichtet. Wolltest du mich verarschen oder warte ich los? So, komm her. Du hast noch gar nichts verloren an Energie hier. So, dieser Itzbalki, der muss erstmal weg. Weil der hat. Der ist irgendwie Oberpro und das gefällt mir gar nicht. Harpunenkabel, das nervt doch! Komm her, ich prügel dich zu Tode. Das wollte ich gar nicht. Ohne Scheiß. Och, Harpunenkabel, meine Güte. Das nervt. Oh. Boah, kommt mal runter hier. Alle fliegen so hoch. Dann kommen sie wieder runter. Dann fliegen sie wieder hoch. Dann machen wir Harpunenkabel. Ich reg mich auf. Ich bin verlangsamt. Kack Berge hier. Warum kann es nicht mal so eine Map geben, wo einfach nur eine Wiese ist? Haben wir so eine schöne Wiese. Oder scheiß Schildgenerator hier. Na, wer ist denn da hinten? Was? Wo ist sie? Wo ist sie hin? Och, Mann. Ich werde ganz schön geraped, Alter. Ich kann mit dem Wellmorph gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Zu brutal ist das. Das ist zu brutal. Diese Spannung. Diese unglaublich unfassbare Spannung hier einfach nur. Das ist so. Das ist so. Mach mich fertig. Ah. So, Lavabombe erstmal hier. Ah, komm schon. Ich muss hier doch wenigstens eintöten. Wenigstens einen. Ich glaube nicht mehr, dass ich das hier schaffe. So, Johnny, komm her. Johnny B. Komm hierher, sonst. Alter, das ist doch. Die fliegen weg, dann werden sie geheilt, dann schießen sie wieder auf mich, dann fliegen sie wieder weg. Ey, das ist doch nervig hier. Ich muss hier alle hochklettern. Also, ich find's nervig. Ich find's einfach nur nervig. Komm, ich krieg hier gar nichts gerissen. Aber nur. Gott, das ist doch. Oh mein Gott! Bleib doch mal stehen! Dann kriegen sie wieder ein Kackschild. Oh mein Gott. Komm, wenigstens diesen Johnny da hinten. Los. Ja, wenigstens einen hier. Ich bin tot. Naja. Naja, egal. Das war's mit Evolve und ich sag mal Tschüss.